Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Aufnahmesession. Die letzte liegt schon eine ganze Ecke zurück. Ich glaube sogar über 6 Wochen, weil ich hatte so viel Material und das wollte ich auch erstmal auf YouTube hochladen. Dann kam mir das ein oder andere dazwischen und deswegen, ja, bin ich natürlich wieder richtig schön draußen aus dem Spiel, obwohl ich die ganze Zeit immer gedacht habe, ich möchte schon wissen, wie es weitergeht. Tja, so tut man sich seine eigenen Grenzen immer so ein bisschen oder sich selbst etwas begrenzen. Aber es hatte auch etwas Gutes. Nämlich, ich habe ganz, 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 ganz viel tolles Feedback auf YouTube bekommen. Und muss jetzt natürlich gucken, dass ich das hier auch möglichst brauchbar einbinde und auch dran denke. Jetzt, wo ich natürlich ein bisschen raus bin, kann es natürlich sein, dass ich auch Sachen, die ich schon intus hatte, schon wieder übersehe. Aber ich hoffe, ich komme ganz schnell wieder rein. Zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, die ich erfahren habe, ist und nie gemerkt, dass man die Kamera drehen kann. Man ist gar nicht auf, darauf angewiesen, hier immer diese gleiche ISO-Perspektive sich anzugucken, sondern man kann hier alles drehen und von allen Seiten angucken. Damit erübrigt sich natürlich auch die Frage, die ich mal gestellt habe, ob geheime Secrets immer nur quasi in dieser und in dieser Richtung zu finden sind. Klar, es wurde mir schon beantwortet, dass es überall zu finden ist, aber damit ist es natürlich klar, dass das tatsächlich überall sein kann. Dann haben natürlich ganz viele gesagt, oh, da und da und da und da, da hast du was übersehen und da musst du nochmal hingehen und gucken. Und ja, ich weiß, ein Grund, warum ich heute auch mal nicht im Stream aufnehme, sondern einfach hier nur das Let's Play aufnehme ohne Stream, ist, dass ich vom Chat nicht so furchtbar abgelenkt werde. Mal schauen, ob das dann mehr nützt, dass ich dann noch das ein oder andere finde, was ich bis jetzt so durch immer wieder auf den Chat gucken, abgelenkt sein, mit anderen reden und so abgelenkt wurde. Vielleicht finde ich dann doch etwas mehr. Trotzdem möchte ich sagen, in erster Linie hier in diesem Let's Play spiele ich wegen der Geschichte, nicht wegen ja, möglichst 100% alles finden und so. Ich denke mal, das ist beim ersten Playthrough und das ist es ja einfach gar nicht möglich. Ich muss noch so viel Neues ausprobieren, erfahren, erkunden, gucken, wie es geht, obwohl ich doch jetzt schon ein ganzes Stück weit bin, ist mir vieles noch unklar von den Mechaniken her. Zum Beispiel sehe ich, ich habe jetzt meine alten Let's Plays auch angeguckt, gemerkt, ich vergesse ganz oft hier Level abzumachen zum Beispiel, wo wahrscheinlich alle anderen gedacht haben, jetzt hat sie schon seit 2 Folgen lang kein Level abgemacht. Was ist denn los? Warum sieht sie das nicht? Und meckert sogar noch, warum das nächste Level up nicht kommt und merkt gar nicht, dass sie es schon längst machen kann. Solche Sachen. Ja, vor lauter weiter gucken, wie geht's weiter, questen und so. Passiert das halt ständig bei mir. So bin ich halt. Ich muss jetzt auch gerade mal überlegen, was mein letztes Portal war. Wir sind ja durch die Undercity gegangen und sind unten rausgekommen. Die Frage ist jetzt, vielleicht können wir ja mal gucken, wenn ich auf diese Map gucke, vielleicht sieht man es dann etwas genauer. Auch wenn man hier jetzt wieder, naja, meine Rifts nicht stimmt. Vielleicht weiß das ja auch jemand, warum die nicht hier sichtbar sind, ob das einfach halt so nicht geht. Finde ich ein bisschen schade. Also wir hatten uns ja da durchgekämpft und eigentlich müsste das tatsächlich hier unten, sind wir hier rausgekommen, hier ein Rift sein. Jetzt gucken wir einfach mal. Jetzt hüpfe ich mal hier durch und dann sehen wir es ja. Was mich auch sehr geärgert hat übrigens, den Tipp, den ich bekommen habe, dass man auch die Möbel, die nicht lila aufblinken, wenn man drüber fährt mit der Maus, dass auch die zerschlagbar sind. Das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich gedacht habe, also zum Beispiel hier auch die solche
vielleicht diese Vasen. Ich weiß nur nicht. Ja doch, ah ja, okay, mit 1 kann ich setzen. Der war sehr gut. Ich habe nämlich jetzt in meinen Let's Plays auch drauf geachtet und mal geguckt und festgestellt, tatsächlich, ich habe manchmal quasi aus Unwissenheit die Sachen zerschlagen. Und es ist mir aber beim Spielen nicht aufgefallen. Weil ich halt mein Auge einfach schon wieder woanders hatte. Da möchte ich jetzt auch ein bisschen besser noch drauf achten. Das mit der Kamera werde ich wahrscheinlich weniger machen, höchstens wenn ich was genauer anschauen will. Weil wenn ich es während des Spielens mache, dann kriege ich ein bisschen Probleme mit Orientierung. Deswegen werde ich sie trotzdem so ausgerichtet lassen, wie sie gerade ist. Und einfach nur bei Bedarf drehen. Aber für den Tipp bin ich sehr dankbar, weil an manchen Stellen, wo man denkt, hä, was ist da, wo komme ich da überhaupt rein, ist es doch sehr praktisch, wenn man dann mal drehen kann. Ah, hier merkt man schon, hier ist es auch schon wieder ein bisschen schwerer. Gemessen an meinem Insektenschwarm. Und Level 30. Werde ich auch gleich mal das Level abmachen. Ich muss auch hier mal ein bisschen mehr Punkte reinstellen. Ich habe mir nämlich überlegt, ich habe gesehen, bei der Soldatin gibt es ja ganz, ganz viele passive Sachen. Und das wäre ja richtig cool auch. Also jetzt Schildblock werde ich vielleicht nicht gerade nehmen, aber gerade so Sachen wie Konstitution und Leben. Hier sowas, Gesundheitsregeneration, das dient mir ja nur. Da habe ich ja nur Vorteile durch. Bei der Schamanin, die Sachen, die ich habe, die sind ja schon ganz super. Vielleicht mal hier noch ein bisschen in das Bett. Stimmt, das darf ich auch nicht vergessen, dass ich das jetzt habe und beschwören kann. Ich glaube, ich gehe jetzt hier mal auf das nächste. Jetzt bin ich da, aber da ich... Was fehlt mir jetzt hier? Nichts, einfach nur die Punkte. Genau, also das wäre jetzt was, was ich gerne haben möchte. Was ich auch gehört habe, ist, dass ich hier nochmal einen Bonuspunkt verteilen muss. Da muss ich dran denken, wenn ich wieder einen Schrein gefunden habe. Also ganz, 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 ganz viele Sachen habe ich gehört und erfahren. Und ich hoffe ja wirklich, dass ich da an alles denke. Uiuiuiui. Also dieses Spiel wird nicht einfacher, sondern eigentlich für mich immer irgendwie immer komplexer, habe ich das Gefühl. Aber das ist ja auch richtig cool, dass es so ist. Jetzt holen wir mal hier unser Bett raus. Oh, warum ging jetzt mein Aasschwarm nicht? Gut, also ihr merkt, ich stelle mich gerade schon etwas doofer an. Als beim letzten Mal, aber das kriegen wir schon hin. Zur Not ist das hier halt jetzt wieder eine kleine Noob-Folge, die dann bestimmt wieder nach und nach besser wird. Und ich hoffe, ich krieg's hin, dass ich jetzt auch kontinuierlich spiele. Vielleicht sogar so, dass ich auch eure Tipps schneller einbauen kann, weil ich dann quasi nicht so viel im Voraus produziere, sondern einfach immer so für eine Woche die Folgen mache und dann schon nach einer Woche auch wieder reagieren kann auf eure Tipps. Und dann das nicht so lange dauert und ich manchmal sogar gar nicht mehr so richtig weiß, was vielleicht in den Folgen war. Mal schauen. Das war jetzt eigentlich sowas ein bisschen auch wie so ein kleines Secret. Aber nur ein kleines durch diese Bäume, die da den Gang versteckt haben. Ich habe übrigens erfahren, dass diese Skills, die auf den Waffen sind, das fand ich auch gut, nicht nur durch Anwendung leveln, sondern einfach nur dadurch, dass sie einfach da drauf gepackt sind. Man muss es nicht mal anwenden. Das ist auch super. Da unten ist sowas wie eine Ruine. Ich denke mal, da kommt man auch hin, weil da so schöne Gänge sind, aber auf der Map sieht man es nicht. Von dem her wahrscheinlich auch irgendwie ein Secret. Da gucke ich jetzt gerade mal hinten rum.
Das sah gerade aus wie ein Edelstein, aber... habe ich da nicht verkauft beim letzten Mal? Muss ich dann mal machen. Aha. So, ach nee, doch, da geht es jetzt oben rüber. Jetzt gucke ich mal, weil ich wollte doch dahin. Das geht vielleicht hier irgendwo durch. Oder sogar von hier wo. Aber da haben wir vorhin schon probiert. Ich gucke dann nochmal. Aber damit dürfte ich jetzt eigentlich nicht... Oder sogar von hier. Nicht so weit weg, sondern gleich erstmal rüber und hier auch nochmal gucken. Ich glaube, hier geht es schon kräftig weiter, wenn ich hier rüber gehe. Also nochmal ein bisschen zurück. Hier sieht es auch aus wie eine Rutschbahn, aber nein, da komme ich nicht runter. Jetzt gucke ich mir erstmal da. Vielleicht kommt man auch von da hin. Ich würde ja... Da ist auch irgendein... Hat irgendein Kampf stattgefunden. Da habe ich hier immer nämlich... Eigentlich, aber so geheim war das gar nicht, weil das ja eigentlich ein Sollgang ist, wenn ich mich das jetzt richtig so nach der Map beurteile. Eine, wo man auch tatsächlich rauskommen soll. Ja, das war jetzt übrig. Und hier? Nee, da geht's nicht. Sieht so ein bisschen aus immer wie so eine kleine Rutschbahn hier. Oh, mein Bett stürmt schon voraus. Ich bleib jetzt mal eher rechts und nachher gucken wir uns dann auch noch die andere Seite an. Was mir auch aufgefallen ist, als ich meine Let's Plays angeguckt habe, dass ich oft irgendwelche Tränke oder was liegen lasse, weil ich schon am Weiterstürmen bin. Obwohl doch ganz deutlich der Schriftzug zu sehen ist, sogar ein Knallrot. Also ich weiß auch nicht, wo ich manchmal meine Augen habe. Und vielleicht geht das ja eigentlich allen so. Bloß wenn man natürlich für sich selber spielt, nicht im Stream. Oder wenn man das nicht aufzeichnet. Dann fällt einem das natürlich überhaupt nicht auf, wenn man was liegen gelassen hat und ist der Meinung, man hat alles gefunden. Dabei ist das gar nicht so. Ein Heldenmonster getötet. Aber ich glaube, hier rüber kommen wir gar nicht. Was ist das? Oh, ich bleibe einfach mal am rechten Rand. Sehen wir es ja. Jo, ja. Aus der Luft. Aber ich hoffe, dass ich auch bald mal so ein bisschen mehr finde, weil ich denke... Was ich so anhabe, ist eigentlich schon, habe ich schon recht lange an. Bis auf das Feuerzeug, was ich anhabe, das was so brennt hier, der Helm und die Schultern. Wäre schon schön, wenn ich da jetzt bald mal was finde. Also nee, hier ist ein Fluss, da geht es gar nicht rüber. Das heißt, man muss irgendwie... Ah ja, hier sieht man sogar ein kleines Schnörkelchen, das heißt, das muss hier an der Ecke sein. Dann gehe ich da trotzdem nochmal zurück. Was, glaube auch jemand geschrieben hat, dass wenn ich jetzt über die Map einen Rift benutze, dass dann automatisch an der Stelle, wo ich das benutzt habe, also über die Map, ein eigenes von mir entsteht, sodass ich wieder zurückkehren kann. Das wusste ich auch nicht. Ich muss nochmal testen, ob das stimmt oder ob ich das nicht, ob es stimmt oder, sondern ob ich es richtig im Kopf habe. Es waren so wahnsinnig viele Infos von euch und ich fand es auch ganz toll, dass wirklich nur konstruktive Kritik gab. Also nicht irgendwie sowas, du raffst ja gar nicht, sondern tatsächlich ganz, ganz viel Liebe, Hilfestellung. Habe mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Da kommt ja ein richtiger Wind, war der vorhin schon? Und überhaupt diese Geier, die da gerade saßen, die hätte ich doch vorhin auch mitnehmen müssen, wenn ich sie gesehen hätte. Ich glaube, ich bin da ganz außen gelaufen, vielleicht gar nicht auf dem Weg. Habe ich sie vielleicht dann verpasst? Hier sieht es doch auch sehr verräterisch aus. Aha. Sehr schön. Aber hier runter?
jetzt nicht. Ne. Da, ne, da ist auch nichts. Das ist nur so ein kleiner Vorsprung. Aber es bringt schon was, wenn man in Ruhe gucken kann. Relativ in Ruhe, weil ich war schon jetzt ein bisschen aufgeregt und habe gedacht, oh je, jetzt ist das schon so lange her. Werde ich wieder gut reinfinden. Kommt man da durch? Kommt man da hoch? Ich meine, wenn hier schon so ein schöner Tunnel ist, dann muss es doch hier ein bisschen weitergehen. Ah. Eigentlich schon. Oder auch nicht. Aber das hier kriege ich jetzt nicht, that skill's not ready. Nicht durch. Ja, 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 ist ja gut. Aber da geht es doch bestimmt irgendwie weiter. Wenn da schon so ein dummes Tor ist. Könnte mich veräppeln. Also hier kann ja nichts sein, da ist Wasser. Okay. Hier, da gehen auch irgendwie Treppen runter, aber keine begehbaren. Aber hier sieht man es ja, da ist was. Soll ich da jetzt durchkommen? Can't do that yet. Nachvollziehbarsten wäre ja hier. Aber hier konnte ich ja runter gucken, um mir das anzugucken. Hier sieht man auch den Turm. Und hier ist ganz eindeutig eine Fläche, auf der man laufen kann. Ganz eindeutig. Die man eventuell vielleicht sogar auch über hier erreichen könnte. Vielleicht gar nicht von der Seite. Das müssen wir fast mal ausprobieren. Ich glaube, man kann sich hier richtig reinfuchsen. Was ich eben auch ganz gut finde, ist, dass die Karte eben nicht random ist, sodass man auch nachträglich nochmal alles absuchen kann, die ganzen Secrets doch nochmal nachgucken kann, nichts verpasst hat. Wobei es aber, wie ich gehört habe, random Höhlen gibt. Also Höhlen, die, wenn man neu einloggt, dann nicht mehr da sind. Also von dem her, die sollte man doch machen, auch wenn es heißt... Nein, da ist ein etwas höheres, gefährlicheres Monster. Vorsicht! Dann heißt es nicht, ich bin da einfach nur zu früh angekommen, sondern... Warum kann ich da jetzt nicht durch? Hebel ist da ja auch keiner oder sowas. Nee. Gut, dann lasse ich das jetzt erstmal. Will euch hier nicht zu lange langweilen. Und, ja, dann gucken wir mal weiter.